Im Kampf gegen das Coronavirus sind australische Wissenschaftler der Entwicklung eines Gegenmittels näher gekommen. Sie züchteten das Virus im Melbourner Peter Doherty Institut für Infektion und Immunität laut eigenen Angaben nach. Es sei einem infizierten Patienten entnommen worden. Nun könne man in Zusammenarbeit mit anderen Instituten und der Weltgesundheitsorganisation an einem Gegenmittel arbeiten. Zusätzlich zur Molekulartechnologie, die zur Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten genutzt werden kann, kann das Virus dazu dienen, die Wirksamkeit dieser Impfstoffe und Medikamente zu prüfen. Außerdem können wir damit einen ersten Antikörpertest schaffen. Auch in China wird auf Basis von Schleimproben von Patienten an einem Impfstoff gearbeitet. Die Forscher gehen davon aus, dass er frühestens Ende April eingesetzt werden kann. Es braucht Zeit, um einen Impfstoff zu entwickeln. Der Stamm wird durch Viruszellen kultiviert. Bis der Impfstoff fertig ist, dauert es einen Monat. Dann dauert die Testphase einen halben Monat und dann noch mindestens anderthalb Monate, bis er endgültig genehmigt ist. Unterdessen wird zusätzliche Schutzkleidung für Krankenhauspersonal nach Wuhan geschickt, darunter tausende Schutzbrillen und Masken. Forscher gehen davon aus, dass sich das Virus durch Tröpfcheninfektion etwa beim Husten überträgt.